geht wirklich sukzessiv durch, nehmt euch die Zeit, lasst euch nicht stressen, immer objektiv bleiben, konzentriert, fokussiert auf eine Sache, macht sie gut, und wenn die abgeschlossen ist. Hallo zusammen, willkommen in meinem fahrenden Büro. Ja, fahrendes Büro deswegen, weil ich nehme so ziemlich jeden neuen Film, nehme ich hier im Auto auf als Opener, und deswegen kann man schon fast dazu sagen, dass mein fahrendes Büro ist. Heute nehme ich euch mit zum vierten Teil aus Fehler anderer lernen. Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie kann ich die Serie ein bisschen spannender, interessanter, informativer machen. Und ich möchte auch da aufgreifen, dass mir die verschiedenen User einfach irgendeinen Schmuh schreiben. Schmuh sage ich bewusst deswegen, weil die Fragen sind oder die Aussagen, die da getroffen werden, sind teils unter der Gürtellinie, teils irgendwie ein Quatsch zusammengeschrieben. Also wenn ich Objekte verfilme und was erkläre, was man richtig machen kann, was man falsch machen kann, dann ist es so, dass ich nicht alles und jeden Raum verfilmen kann. Ihr müsst mir da einfach vertrauen und dass ich euch die Geschichte nicht irgendwie verdreht darstelle oder zeige, sondern ich bin tatsächlich vor Ort, ich habe mich vorher informiert, teilweise geht ein halber Tag rum oder mehrere Stunden, wo ich die ganzen Informationen sammle, und dann mache ich eine Sequenz, die dauert vielleicht eine Minute oder zwei, manchmal auch vielleicht ein bisschen länger. Ja? Aber da habe ich alle Informationen gesammelt und ich weiß ganz genau, worüber ich rede, wie ich das Ganze zeigen kann, also visuell. Und damit du als Zuschauer, auch wenn du kein Handwerker bist, einfach ein Upgrade hast und verstehst, okay, das ist falsch und das ist richtig. Sie dient nicht dazu da, um andere Handwerker schlecht darzustellen oder mich in ein besseres Licht zu rücken. Das möchte ich, das sage ich eigentlich auch in jedem Video. So, und ich habe mir überlegt, wie kann ich das Ganze noch besser machen, informativer machen, und habe mich dazu entschlossen, meine eigenen Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, im Opener als eine Geschichte zu erklären. Und dann seht ihr halt auch daran, ich habe kein Problem damit, wenn ich sage, okay, ich habe irgendwo was falsch gemacht, und ich sage einfach geradeaus raus, ich muss es nicht verstecken, ich habe nichts zu verstecken, also erzähle ich einfach meine Fehler, damit sie dir nicht passieren. Und mit dieser Geschichte möchte ich anfangen. Also mein ehemaliger Kollege da, Ralf Sitzler, mit dem ich ich glaube ein ganzes Jahrzehnt lang zusammengearbeitet habe, der ist leider vor 2-3 Jahren verstorben an der Alkoholsucht. Und dieses Video möchte ich ihm widmen, ja, dem Ralf Sitzler. Ja, wir hatten eine fantastische Zeit. Wir haben ganz viele tolle Baustellen zusammen gemacht. Und er war ein super Typ. Wir haben unfassbar viel gelacht. Während der Woche hatten wir eine Badsanierung gemacht, und ich war irgendwie muss es Dienstag oder Mittwoch gewesen sein. Ja? Da war ich mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, waren wir irgendwie, sie hat das Studium gehabt und hat dann ein paar Prüfungen bestanden, und die ist dann mit ihren Kommilitonen feiern gegangen. Und die hat gesagt, auf, komm doch mit. Und ich muss morgen noch arbeiten. Egal, kommst mit. Okay, aber nicht so lang. Ja, ich bin nach Hause irgendwie um 4:30 Uhr morgens gekommen. Ich war total platt. Ich trinke nie Alkohol oder nur also zwei Bier, und dann bin ich fix und foxy. Und ich glaube, ich hatte zwei Bier getrunken, war total kaputt und sind dann um 4:30 Uhr morgens nach Hause gekommen. Ich habe mich für 1,5 Stunden hingelegt und morgens aufgestanden, und da standen die Haare so. Und meine Augen waren rot wie verrückt, und ich bin so ins Geschäft gegangen. Ja, dann war ich auf der Baustelle und sagte dann zum Ralf, ey Ralf, ich bin so kaputt, ich bin echt fertig. Komm, du machst das ganze Bad und ich mache hier ein bisschen die Armatur da dran. Sagt er zu mir, ey Junge, entspann dich, kein Ding, wir rocken das Ding. Ich habe das Loch für die Armatur gestemmt, habe dann geguckt, so in meinem Tran, nach 1,5 Stunden Schlaf, ich war fix und foxy. Und dann habe ich die eingebaut, der Tag ist gut rumgegangen. Ich war dann auch irgendwann mal fit, so nach 12, 13 Uhr. Und auf jeden Fall haben wir das Bad schickimicki gemacht, war alles fertig. Ja. 3 Wochen später war dann die Fertigmontage, ich dann wieder fit, hingegangen, mach das WC, Waschtisch und so weiter. Und dann stehe ich in der Duschwanne und will die Armatur montieren. Denke ich mir, sag mal, die Rosette, die passt da irgendwie nicht drauf.
und drehe die Rosette rum, denke mir immer noch nichts dabei, mache die Armatur, das ist eine Unterputzarmatur gewesen, mache sie komplett fix und fertig. Und dann steht aber der Hebel nicht nach unten, der steht nach oben. Dann denke ich, aber das ist irgendwie nicht normal. Und dann gucke ich so auf die Schrift, muss so meinen Kopf so drehen und dann steht die Schrift halt falsch rum. Da habe ich gedacht, der Hebel passt aber andersrum nicht drauf. Guck nochmal die Bedienungsanleitungen an und dann merke ich, au Backe, ich habe die Armatur, glaube ich, falsch rum eingebaut. Und dann habe ich gesagt, wie kriegst du da jetzt die Kuh vom Eis? Überlegt, dann bin ich zum Großhandel gefahren und habe dann gefragt, du, sag mal, da gibt es doch diese von der Heizungsanlage, wenn du den Vorlauf und Rücklauf vertauschst, so diese Pfuscherhandblöcke. Und der Verkäufer, ja klar, die liegen hinten im Regal 6. Und ich so, ja, gibt es sowas eigentlich für die Armaturen? Und er so, sag mal, was bist du für ein Typ? Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab die Armatur kein Pfuscherset, no way. Also bin ich dann zu meinem Chef hin, zum Thomas, und habe dann gesagt, hey, mir ist das und das passiert. Und der, hä, du, ist das Einzige, was du jetzt machen kannst? Du fährst dorthin, sagst den Leuten Bescheid, schlägst die Wand auf, die paar Fliesen, und dann drehst du die Armatur. Und ich, das kann doch aber irgendwie gar nicht sein, ja. Also ich bin mir nicht dessen bewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und dann mein Chef so, naja, das finden wir jetzt raus, wenn du dorthin fährst und die Wand aufschlägst. Dann bin ich dorthin gefahren, das war eine ältere, das war ein älterer Herr und eine Dame, die waren so um die 70 rum. Und dann sage ich, ja, tut mir leid, ich habe da Käse gemacht. Und die, ja, was ist los? Und ich, ja, ich muss die Wand nochmal aufmachen. Mein Gott, was für ein Drama. Ja, die Frau, die stand nebendran und die hat richtig geweint. Ja, ihr liefen die Tränen runter. Es war mega beschämend. Ja, und ich hatte wirklich, ich dachte, boah, du bist echt das dümmste Rindviech, was auf diesem Planeten rumrennt. Ja, so haben wir es dann vereinbart. Ich habe die Armatur aufgemacht, habe dann die Rohrleitung geschnitten, habe sie rumgedreht und hinten, Mädels und Jungs, steht auf deinen Armaturen immer drauf. Cold and hot oder kalt und warm. Steht immer drauf, auf jeder Armatur. Und ich habe vorher noch das Maul aufgerissen und gesagt, nein, da stand nichts drauf. Dreh ich rum. Du Depp, hast die Armatur falsch rum eingebaut. Ja. Also die Anschlüsse gedreht, gespiegelt, eingebaut, gepresst, auf Funktion und Dichtheit überprüft. Dann die Armatur fixiert, mit dem Ragofix so weit die Armatur wieder zugemacht, dass es quasi tapezierfertig war. Aber die Gummierung hatte ich zerstört. Also dann habe ich einen Fliesenleger angerufen und ich gesagt, du Hans, kannst du mir da die 4 Fliesen kleben? Und dann musste ich ihm die Geschichte natürlich auch erzählen. Und er hat gelacht und hat gesagt, ja, okay. Also sein Chef angerufen, der sagt, ja, der Hans kommt vorbei, der macht es. Dann ist Hans gekommen. Ich habe einen 100-Euro-Schein, so. Und dann war der Käse gegessen. Die Leute, ja, die haben sich beim Chef beschwert. Dann hat er gesagt, ja, das kann mal passieren. Kann auch mal passieren, aber aus Fehlern anderen lernen. Lernt aus meinen Fehlern. Also, was gibt es dabei zu lernen? Cold and hot, kalt und warm steht immer auf den Armaturen drauf. Guckt euch die Sachen vorher an. Schaut genau, was ihr bauen wollt. Und dann baut ihr die Sachen. Ja, überlasst nichts dem Zufall, da kommt nur Käse dabei raus. So, und ich würde sagen, das war jetzt meine Geschichte dazu. Armatur falsch rum eingebaut, wie kann man nur. Und jetzt wünsche ich euch eine wirklich tolle Unterhaltung und wie immer was zu mitnehmen. Mein Name ist Loop van Dijk und ich wünsche euch eine fantastisch gute Zeit. Hi, wir sind jetzt gerade unterwegs zu einem Wasserschaden. Und ich weiß nur eins, dass wir haben 2 Stockwerke irgendwie, Erdgeschoss ist das Wasser an der Decke zu sehen und oben ist ein Bad. Ich weiß noch nicht genau, was es ist oder wie wir das Ganze lösen und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich filmen darf oder nicht. Ich werde jetzt fragen und sagen, dass ich Dokus drehe über Sanitär- und Heizungsbau und ob ich das verfilmen darf und wenn ich das okay kriege, dann gibt's was zu sehen. Ansonsten nicht. Okay, dann sind wir jetzt gleich da. Das ist jetzt der Technikraum. Hier vorne haben wir jetzt den Eingang abgesperrt.
Das sind die Manometer für den Vorlauf- und Rücklaufbereich. In dem Vorlauf ist der Druck jetzt um 0,6 bar gefallen, genauso wie im Rücklauf. Wir haben das Trinkwasser eingegrenzt, beziehungsweise ich habe ein Druckprüfgerät dran gemacht hier im hinteren Bereich, und oben im Bad habe ich auch ein Druckprüfgerät dran gemacht. Da konnten wir jetzt sehen, dass der Druck konstant bleibt und dass nirgendwo der Druck abfällt. Das bedeutet, es muss jetzt in der Heizungsseite sein. Wir haben hier vorne auf der linken Seite haben wir einmal einen Abgang, der geht nach oben, und das ist alles verblendet oder abgekastelt. Sieht man nicht genau, wo das in welche Richtung geht. Und im hinteren Bereich haben wir auch zwei Abgänge. Hier oben ist das Bad, dann Waschbecken, Badewanne und das WC, und zur rechten den Heizkörper. Da haben wir auch ein Druckprüfgerät aufgebaut und gesehen, dass der Druck konstant stehen bleibt. Und das heißt, die Rohrleitung habe ich jetzt anhand von einem alten Foto gesehen, gehen hier im Bodenbereich irgendwie rum. Und über den Schrank, da sieht man zwei Entlüftungsstopfen müssen da sein oder sind dort verbaut. Und die Rohrleitung zu den Entlüftungsstopfen, die ist irgendwie hier verlegt worden. Warum das so gemacht worden ist, weiß ich nicht genau. Aber wenn man jetzt auf die Fliese hier drauf tritt, da kommt dann das Wasser aus dem Bodenbereich raus. Das heißt, ich weiß ja jetzt, dass der Boden nass ist und dass er vollgesogen ist mit Wasser. Wir werden jetzt den Schrank ausbauen, werden ungefähr in dem Bereich hier die Fliesen von der Seite aufmachen, um dann zu sehen, ob die obere Leitung oder ob die Entlüftungsleitung nach oben hin zu ist, ob die undicht ist oder nicht. Und versuchen den Wasserschaden so immer mehr einzugrenzen. Wir haben jetzt hier die Türen abgehängt und da sind die Dübel in der Wand, die sind durch die Holzwand durchgeschlagen worden. Das bedeutet, ich muss jetzt erstmal kurz aufbohren, beziehungsweise nur die Stelle hier aufbohren, damit ich die Dübel aufgebohrt, ja genau. Also, damit ich dann den Schrank einfach nach vorne ziehen kann. Was mir dabei aufgefallen ist, wenn ich die Schrauben rausnehme, dass die im hinteren Bereich, guck mal, da sieht man das an den Fingern, da steckt Wasser drin oder ist Wasser auf den Dübeln oder auf den Schrauben drauf. Und die anderen Schrauben, die ich rausgedreht habe, die sind total rostig. Und hier oben, das sind die zwei Entlüfter. Jetzt ist die Frage, ich habe hier ein Flachdach oben drüber. Ist das vielleicht vom Flachdach der Anschluss, der undicht ist und in dem Schacht hier mit verbaut ist, dass es vielleicht sich da von da aus verteilt. Das heißt, den Schrank jetzt vorsichtig wegmachen und dann erstmal eingrenzen, wo das herkommen könnte. Wir haben jetzt den Schrank abgebaut. Ja, schon. Hier vorne aus dem Dübel. Weiß ich jetzt nicht, wie ich da die Kamera halten kann, dass man das sehen kann. So, ein Aber Moment. Ich wüsste gar nicht, dass da auch entlang geht. Das ist auch ein Trag, ist auch ein Zwischenwand. So. Guck mal, wenn ich da das Wasser wegmache, das läuft konstant nach. Jetzt habe ich die Silikonfuge hier auch aufgemacht, da sieht man, dass das Wasser runterläuft. Ja. Jetzt habe ich mit dem Kunden nochmal gesprochen. Vor 2 Monaten wurde das Dach irgendwie gemacht. Da ist die Entlüftungsleitung, da tropft es konstant durch. Und hier, so. Da ganz hinten links an dem Entwässerungsrohr, so, oh, jetzt müsstet ihr es sehen, da ist ist Licht zu sehen. Das ist so nicht okay. Jetzt müssen wir kurz aufs Dach, um zu gucken, welche Stelle das genau ist und wie wurde das abgedichtet. Leucht mal mit der Taschenlampe mal rein. Da hinten, irgendwo da hinten, da ist das Rohr entweder gebrochen oder steckt nicht richtig drin oder irgendwie sowas. Jetzt haben wir die Decke komplett aufgemacht und auch die Seitenwände und so weiter, dass wir so weit wie möglich bearbeiten können oder so gut wie es nur irgendwie möglich ist. Wir haben hier auf der rechten Seite die eine Muffe, dann haben wir so ca. 40 cm Stück, einen 87 Grad Bogen, und dann geht, das ist alles 100er, geht das Rohr nach oben zur Dachentlüftung. Wir werden das so machen, wir werden jetzt erstmal einen Schnitt hier machen, dann das Rohr rausziehen, das auch rausziehen, das obere Rohr, was vom Dach nach unten hin zu geht, das ist eine kleinere Dimension,
und ich möchte sehen, wo ist denn tatsächlich der Rohrbruch? Ist er an der großen, an der 100er Leitung oder ist er an der kleineren Leitung, die von der Dachentlüftung und gleichzeitig Dachentwässerung herkommt? Wenn das so wäre, dass das kleinere oder der kleinere Durchmesser okay ist, dann kann ich nämlich mit dem 100er Rohr weiter, also alles austauschen, weiter nach oben gehen, Mengenring eventuell einsetzen oder einen Übergang, damit ich da wieder mit neuem Material andocken kann. So, der kleine Durchmesser, der ist jetzt bündig mit dem anderen Rohr. Das andere müsste ein 100er SML Abzweig oder ein 100er SML Stück sein. Die Sachen sind bündig. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie wir das machen kriege. Wenn das 100er SML-Rohr so dermaßen verrostet ist, da kriege ich auch nichts anderes drüber. Spannverbinder kann ich auch vergessen. Ein Konfix, weiß ich nicht, ob ich den hochgedrückt kriege oder nicht über das Ganze. Muss ich nochmal schauen, wie wir das jetzt anders lösen. Ich habe das Rohrstück jetzt mal aufgeschnitten, damit ich simulieren kann, kriege ich das da oben drüber oder nicht. Ich müsste wahrscheinlich das SML ein bisschen mit der Feile grob sauber machen, damit ich dann das HT von unten nach oben draufstecken kann. So. Wir holen uns jetzt erstmal ein paar Sachen, die wir benötigen. 87 Grad Bogen, ein halbes Meter Stück, 20 cm pro Stück, die auch. Brauchen wir noch Schlauch ISO 100er und das müsste reichen. Noch zwei Rollen Vlies, eine Rohrschelle. Also wir haben Glück, es regnet nur ganz wenig bis gar nicht, das ist noch das Restwasser. Auf die rechte Seite habe ich jetzt eine Langmuffe reingemacht, eine Rohrschelle gesetzt, damit es dann fixiert werden kann. Jetzt werden wir das Rohrstück, was nach oben hin zu geht, haben wir schon fertig und da kommt eine Dämmung rum, also Schutzschlauch rum. Und dann werden wir jetzt in die rechte Seite das Rohr reinstecken und dann werden wir das ganze Rohr verbinden. Wasserschaden gefunden. Warum habe ich diese Sequenz oder diesen Wasserschaden mit reingenommen, zu aus Fehler anderen lernen? Der Hintergrund ist einfach, wenn du irgendwo hingehst und du kriegst einfach ein Formular, ja, da steht dran, das und das ist kaputt, du machst dir unterwegs schon Gedanken, was es sein könnte. Und manchmal ist es so, dass man einfach, ja, du bist einfach auf diesen Gedanken nicht neutral eingeschossen. Das heißt, du gehst hin, du hast schon was im Kopf, du weißt genau, oder du denkst, das ist das und das, und dann willst du dein Programm durchziehen und das fertig machen. Und oft ist es wirklich so, dass es genau was das Gegenteil ist. Also was ganz anderes, was du vorher überhaupt nicht bedacht hast. Und deswegen habe ich das bewusst in Fehler aus Fehler anderen lernen mit reingenommen, damit man sieht, man hat einen Gedanken, geht dorthin, will das reparieren und nimmt vielleicht voraussichtlich Material mit, was man da bräuchte, und kommst du hin und du brauchst komplett andere Dinge, ja, zum Reparieren. Und deswegen war das wichtig, ja, seid nicht voreingenommen, geht Sachen strukturiert durch und nicht einfach hoppla hopp irgendetwas aufgeschlagen und so weiter. Geht wirklich sukzessiv durch, nehmt euch die Zeit, lasst euch nicht stressen vom Arbeitgeber, von den Kollegen, vom Kunden, vielleicht alle drei Sachen zusammen. Ja. Immer objektiv bleiben, konzentriert, fokussiert auf eine Sache, macht sie gut. Und wenn die abgeschlossen ist, dann habt ihr entweder Feierabend oder macht den nächsten Job genauso richtig wie den davor. Also, alles gesagt, glaube ich. Wir befinden uns hier in einem Friseursalon. Hier ist ein Trinkwasserspeicher, der 20 Jahre gedient hat. Der ist jetzt kaputt. Ja, das Schaltsystem da unten, das ist irgendwie schon durchgebrutzelt. Und der ist an hier innen, da Nester auch schon. Also den werden wir auf jeden Fall austauschen. Was nicht richtig gemacht worden ist, ist der Kaltwasseranschluss im Allgemeinen. Wir sehen, zum einen ist das Entleerungsventil in dem unteren Bereich, das KFE-Ventil, das ist für die Heizung, da gehört eins für die Trinkwasserleitung hin. Die Tropfleitung vom Sicherheitsventil, die Zuleitung dafür ist zu lang.
Das werden wir anders aufbauen und auch die Tropfleitung, die geht in einen Waschmaschinensiphon rein, ist so verdeckt, das sieht man also nicht, die Ablaseleitung, die steckt da jetzt ca. 8 cm drin. Wenn das Sicherheitsventil defekt ist, darf so nicht bleiben, werden wir umbauen und mit einem Trichtersiphon aufbauen. Die Warmwasserleitung, die abgeht vom Speicher, die ist nicht gedämmt, die werden wir dämmen und es gibt auch keine Rohrschellen. Ja. Das werden wir jetzt stabilisieren, neu alles aufbauen und die Rohrleitung dämmen. Und so sieht es jetzt im fertigen Zustand aus. Ich schwenke erstmal nach oben. So, Warmwasserabgang vom Speicher gedämmt. Das ganze System ist jetzt gefüllt und die Luft ist an ein Waschbecken rausgelassen. Und jetzt ist der Aufheizprozess voll im Gange. Das Sicherheitsventil, das guckt jetzt 2 cm über dem ist über dem Trichter aufgebaut, sodass man dann auch das konstante Tropfen sehen kann. Auf der linken Seite das Absperrventil als, mit einem eingebauten Rückflussverhinderer, also ein KFR-Ventil, dann das Sicherheitsventil, Rohrleitung gedämmt und im unteren Bereich eine Entleerung für Trinkwasser geeignet. So, die unteren zwei Stellen, da guckt das Kabel so doof raus, das kriegen wir halt nicht. So richtig schön nochmal nachträglich isoliert. Wir befinden uns hier in einem Reihenhaus und zwar ist hier ein Wasserschaden. Da war eine Leckrottungsfirma da und das hieß dann, die Undichtigkeit ist immer dann, wenn man das WC spült. Ja? Jedes Mal, wenn man das WC gespült hat, war auch unten in einem unteren Zimmer war die Decke nass und die Wand war auch nass. So, dann haben wir das WC erstmal abgehängt. Ich habe ein Prüfstück draufgesetzt, damit ich kontrollieren kann, ob die Maße stimmen. Die stimmen, das war soweit alles okay. Wir haben zuerst nur die eine Fliese aufgemacht, dann war nicht zu sehen. So, jetzt nach und nach haben wir die ganzen Fliesen weggemacht, Entwässerungsleitung an der kleineren Dimension. Da hängt die Küche und das Waschbecken dran. Das haben wir zigmal laufen lassen, gleichzeitig laufen lassen, zusätzlich noch das WC gespült. Und die Entwässerungsleitung war das nicht. So, dann haben wir die linke Seite aufgemacht und wir sehen auf der anderen Seite vom Flurbereich die Kalt-, Warm- und Zirkulationsleitung. Links ist kalt, Zirko und dann warm. Dann war im hinteren Bereich, sieht man die zwei Kupferrohrleitungen. Vom Gäste-WC aus die Wand nochmal geöffnet und dann die Isolierung weggemacht, die war nass und der untere Bereich ist genauso, wie man das jetzt hier sieht, hier, dass die mit Vlies zu bandagiert war. Dann habe ich das Vlies weggemacht und jetzt habe ich festgestellt, dass unten drunter, dass da der Bogen immer nass ist. Ja. Der Benefit bei dieser Konstellation ist, die linke Seite von jetzt von uns aus gesehen, das ist, die war lauwarm, also habe ich gedacht, das ist der Heizungsvorlauf und weil die Heizkörper alle begrenzt waren, bin ich davon ausgegangen, dass es der Heizungsvorlauf und die rechte Leitung war kühler. Lernfaktor für euch ist es, wenn ihr solche Situationen habt, ja, und du denkst, ja, das ist Heizung, entleerst das Ganze, dann gehst du mit der Flex rein und schneidest da rein, dann wird das Wasser schießen und dann, dann musst du das Kaltwasser abstellen, hast aber die Heizungsanlage schon entleert. So, ich bin jetzt anders vorgegangen. Ich habe das Wasser am Waschbecken laufen lassen. Dann ist mir nach und nach die Rohrleitung richtig heiß geworden und ich habe das gemerkt, dass das Fließgeräusch oder dass das Wasser da durchfließt. Und dann habe ich die kühlere Leitung auch laufen lassen. Habe ich auch festgestellt, aha, das ist also die Kaltwasserleitung. Also bei sowas immer aufpassen und überlasst sowas nicht dem Zufall, testet lieber vorher noch mal ein paar Minuten, ja, das bringt euch mehr wie einfach so im Kopf abgelegt, ja, das ist Vorlauf, das ist Rücklauf, Anlage entleeren, dann schneidest du rein und dann stehst du richtig unter Wasser hier oder unter Strom oder wie auch immer. Also jetzt werden wir die Rohrleitung trennen und werden den Boden noch mal ein bisschen aufmachen, damit wir da mit dem Presspacken und dann mit der Pressmaschine reinkommen und werden die Stelle jetzt ausmerzen. Und so sieht es jetzt aus, wenn es fertig ist. Die Leitung unten frei gemacht, so dass es, sagt man dazu, unterhüllt. Und dann die Fitting vorher gepresst, bis auf die Schiebemuffe und auf die Muffe reingesetzt. Dann konnte ich alles pressen. Jetzt werden wir die Rohrleitung nicht dämmen, sondern das soll erstmal unter Beobachtung bleiben, ob das auch tatsächlich nur die eine Stelle gewesen ist.
Und wenn das dann, sagen wir, nach ein paar Tagen alles soweit okay ist, dann werden wir das Ganze nochmal mit Vlies und allem drum und dran dämmen, dass es dann wieder zugemacht werden kann. Eventuell muss noch vielleicht getrocknet werden. Das muss aber gemessen werden. Hi zusammen, ich befinde mich in einer Wohnung, die wird komplett saniert und ich bin jetzt gerade in der Küche. Da wollte ich euch ein paar Sachen zeigen, die nicht optimal installiert worden sind, damit ihr das besser machen könnt. Wir haben Warmwasser, Kaltwasser, Ablauf ist alles auf einer Höhe und da seht ihr hier einen Stopfen. Der Stopfen ist, war mal früher so, Warmwasseranschluss für die Küchenspüle, Kaltwasseranschluss und ein Geräteventil. So, wenn du dann die Spülmaschine ranschieben willst, ist ein bisschen schwierig. Manchmal ist der Schrank, dass er genau so ist, dann kriegst du das Geräteventil nicht reingedreht. Deswegen wurden die immer abgeblendet, damit das Ganze reinpasst. Der ganz große Nachteil ist, die Rohrleitung geht normalerweise so runter, dann ist hier ein T-Stück, so, und dann steht hier das Wasser. Und weil der Abstand viel zu weit ist, wir reden immer von maximal 3x Rohrdurchmesser. Also wenn du 15 mm Kupferrohr hast, maximale Länge, damit es durchgespült wird, ca. 50 mm, also 4,5 cm. Das bedeutet, den Anschluss normalerweise hier abblenden. Was auch schlecht gemacht ist, dass die Trinkwasser und die der Abwasseranschluss alles auf einer Höhe ist. Ja, man muss sich vorstellen, jetzt ist hier der Ablauf und da kommt dann ein Kombinationsequentil rein. Das ist ein Bauteil, wo du gleichzeitig eine Waschmaschine anschließen kannst oder eine Spülmaschine und nach oben hin hast du den Abgang für die Armatur. Das ist ein richtiger Klotz, wenn die Abwasserleitung hier dran ist und das Ding ist kaputt, dann musst du alles abbauen, damit du das Teil wechseln kannst. Üblicherweise, also ich mache das immer so, dass ich den Abwasseranschluss bei den Küchen maximal vom Boden, also vom Fertigfußboden bis Mitteanschluss zwischen 30 und 40 cm mache. Das bedeutet, ich bin jetzt hier bei 44 ist der Anschluss, normalerweise sollte er irgendwie hier sein oder meistens da. Ich tendiere immer dazu, in den Küchenbereichen den Abfluss ein bisschen tiefer zu setzen, weil manchmal hast du, wenn das jetzt hier so das Becken ist, hast du ein kleines Becken und dann vielleicht ein größeres Becken. So, dann hast du die Anschlüsse, damit du die beiden Becken miteinander verbinden kannst. Und dann kommt erst das Siphon. Wenn der Ablauf zu hoch ist und du hast den Siphon schon so weit gekürzt, dass du ihn nicht mehr kürzen kannst und dein Abgangsrohr ist und hier, dann kriegst du das gar nicht miteinander verbunden. Und das ist oft so der Fall, wenn du ein großes und ein kleines Becken hast. Wenn du nur ein einzelnes Becken hast, dann kannst du bei 40 oder sogar bei 50 den Anschluss machen. Aber es ist wirklich, es ist unpraktikabel. Besser ist es, die Anschlüsse im Abwasserbereich tiefer zu haben, weil dann kannst du nämlich mit dem Siphon, wenn du einen Raumsparsiphon nimmst, kannst du rumfahren, alles tief aufbauen, du hast den meisten Platz, um das Ganze zu betreiben. Und die Anschlüsse für die Eckventile, die sind jetzt hier auf 43, glaube ich, die gehören normalerweise auf 60 cm. Warum das Ganze? Wir haben ja hier ein Mehrfamilienhaus, hinter mir seht ihr die Wasserzähler, da wird das Wasser gezählt als Verbrauch. Und wenn du die Anschlüsse höher machst und die Küchenzeile da reinkommt und die neueren Küchen werden immer so auf 90 cm aufgebaut, Oberkante, dann musst du die Schläuche nicht verlängern. Hier ist es der Fall, du hast eine Armatur mit langen Schläuchen und die werden trotzdem nicht reichen. Das bedeutet, du musst sie jedes Mal verlängern. Panzerschläuche kannst du verlängern oder auch feste Anschlüsse kannst du alles verlängern, aber das ist immer ein Mehraufwand. Die Flexschläuche, dadurch hat man immer wieder einen Wasserschaden, weil die halt nicht so lange halten wie das verchromte Kupferrohr an den Armaturen, die alte Version zum Beispiel sind, ja, da waren sie immer starr, hast du zurechtgebogen und dann hast du sie verlängert. Jetzt mittlerweile sind alle Armaturen mit einem flexiblen Anschluss, das heißt du brauchst dann entweder ein starres Rohrstück, Konusquetschverschraubung, Doppelkonusquetschverschraubung und dann kannst du die Armatur erst anschließen. So, die Sachen werden wir jetzt umbauen, wir werden die Anschlüsse höher setzen, werden die dann freilegen, genauso den Ablauf, den Configs werden wir neu setzen, weil da ist die Ablaufleitung aus SML und den Stopfen, wenn wir den freigelegt haben, werde ich mal trennen, damit ihr sehen könnt, was da an Zeug drin ist und Schmutz drin ist. Das hatte ich auch schon in, glaube in zwei
in zwei Filmen aus vielen anderen Lernen habe ich das verfilmt, aber nicht so detailliert. Da könnt ihr das jetzt 1:1 sehen, wie wir das Ganze machen werden. So, und jetzt, ja, jetzt haben wir alles startklar, jetzt legen wir los. Wir stellen jetzt das Kaltwasser ab, weil da sieht man jetzt schon, dass das Wasser runterläuft. Den Stopfen kann ich schon von Hand bewegen. Machen wir zu, das Kaltwasser. Das ist jetzt abgesperrt. Jetzt der Stopfen. Guckt euch das an. So, das ist 1:1 live von der Baustelle. Ja. Stopfen wegkorrodiert, der steckt da drin. Wenn du jetzt stemmst, ja, dann fliegt dir der Stopfen irgendwann mal um die Ohren und dann schießt dir so richtig das Wasser. Wenn du Pech hast, stellt die Stockwerksabsperrung nicht ab und da steckt das Gewinde von dem Stopfen noch da drin. Das fault dir einfach weg und das ist so eine tickende Zeitbombe, was ich jetzt, das ist super, dass das jetzt so, genau so, dass ich das zeigen kann und solche Sachen, wenn das Wasser einmal vorbeifließt, sammelt sich hier irgendwann mal ein Luftpolster. Wasser und Luft führt dann irgendwann mal zur Korrosion. Ist ein verzinkter Stopfen, den hast du dann quasi in der Hand. So, jetzt haben wir noch ein bisschen zum Freilegen. Ich werde den Anschluss noch ein bisschen weiter nach unten frei machen und dann werden wir den Anschluss richtig machen oder richtig herstellen. Und das ist jetzt in dem stagnierenden Wasser oder nach dem T-Stück ist das hier drin. Guckt euch das an, das ist absoluter Wahnsinn. Ja? Und das meine ich damit, solche Rohrleitungen, guck mal, das ist gar nicht so, so eine brutale Länge. Ja? Wir haben ein Zwischenstück von 8 cm nach oben hin zu vielleicht 10 cm und das wird nie ausgetauscht. Die Luft steht in dem oberen Bereich drin, dass dir der Stopfen wegkorrodiert und dann fliegt dir das ganze Ding irgendwann mal, wenn du im Urlaub bist oder so, um die Ohren. Deswegen werden die Sachen definitiv so umgebaut. Wir haben jetzt das Rohr getrennt, entgratet habe ich mit der kleinen Schlüsselfeile, weil es Vico-Rohr ist, setzen wir Stützhülsen rein, weil wenn du das nicht machst bei dem weichen Werkstoff, dann kriegst du irgendwann mal die Quittung, du presst das Ganze und dann ist es undicht. Deswegen bei dem Vico-Rohr oder beim werkseitig isolierten Kupferrohr gehören immer Stützhülsen rein. Dann können wir jetzt Reduktion einsetzen und die Anschlüsse auf die 60 cm hochbringen. Den Konfix, weil der schon ausgehärtet ist, den machen wir weg, machen einen neuen hin und schließen das Ganze alles so an, dass es jetzt technisch richtig ist. Nur so als Beispiel, Klebeband da drauf, vergiss das, macht lieber Vlies. Schlauch-ISO oder irgendetwas anderes packt das Material richtig gut ein, dass wenn dann der Durchbruch hier mit Speis zugemacht wird oder mit Putz, damit man keinen direkten Übergang hat zwischen einem Kupferrohr und dem Putz. Ja, das gibt auch immer Probleme. Versucht solche Sachen zu vermeiden. Jetzt haben wir alle Voraussetzungen erfüllt. Konfix getauscht, Armaturen auf gleiche Höhe, die einzelnen Stellen nochmal nachgetapet, damit wenn der Putz dann draufgeschmissen wird, damit wir keinen direkten Kontakt haben mit unserem Rohr. Jetzt setze ich erstmal die Rotgussverlängerung ein mit dem Eckventil und spüle die Warmwasserleitung einmal ordentlich durch. Bewusst einen kompletten Eimer, damit man alles, wenn wir an der Rohrleitung gearbeitet haben, so den ganzen Schmutz und die Partikel alles rausspülen können. Jetzt ist das erledigt. Falls ich das nicht erwähnt habe, das Trennen von den Vico-Rohrleitungen mache ich immer mit einem Winkelschleifer. Warum mache ich das Ganze? Wenn ich mit einem Rohrabschneider in der Wand abschneiden würde, mit einem kleinen Rohrabschneider als Beispiel, dann muss ich ja den Grat innen drin wegnehmen, damit ich hinkomme, um die Stützhülse einzusetzen. Und der Grat, egal wie stark oder wie weich du den Rohrabschneider zudrückst, es entsteht immer ein Innengrat. Ja? Und den musst du rausnehmen. Und wenn du den dann mit der Feile rausfeilen willst, da stehst du 10 Minuten, 20, vielleicht eine halbe Stunde da, bis du das Ding rausgefeilt hast. Deswegen immer mit einem Winkelschleifer, Staubsauger dran, alles absaugen. Außen den Grat wegnehmen, innen den Grat wegnehmen, das ganze Rohrsystem verbinden und dann immer spülen. So, und jetzt, wenn wir jetzt das Eckventil einsetzen, jetzt funktioniert auch wieder alles genauso, wie es sein soll.
befinde mich jetzt in einem Heizraum. Ich habe vorhin einen Heizkörper gewechselt und wollte die Heizungsanlage nachfüllen. So, was mir jetzt dabei aufgefallen ist, wir sehen hier unten auf der linken Seite neben dem Waschbecken ein Geräteventil. Das ist mit einem Gardena-Kupplung versehen und die dient dazu, um das Wasser von der Heizungsanlage nachzufüllen. Erstens gehört da ein Rohrunterbrecher hin. Das zweite ist, die Rohrleitung ist circa, also knapp einen Meter entfernt. Wann füllt man die Heizungsanlage nach? Nur dann, wenn es benötigt wird. Also sagen wir, vielleicht einmal im Monat und dann füllst du kurz nach und dann ist fertig. Ja. So steht das Wasser die ganze Zeit da drin. Was noch schlechter gemacht ist, ist die Kaltwasserleitung. Die kommt jetzt von oben zum Waschbecken runter. Dann ist ein T-Stück eingebaut. Dann haben wir circa anderthalb bis fast zwei Meter eine Richtungsänderung nach rechts. Und dann geht die Rohrleitung hier rum. Das sind ungefähr 5 Meter. Und dann hast du da oben ein Absperrventil. Das ist für die Gartenleitung. Und dann brauchst du eine Leiter, um auf die draufzusteigen, um das Wasser abzusperren und dann da oben zu entleeren. Brauchst du auch oben einen Eimer. Das ist doch wirklich Käse, oder? Da gehört das Absperrventil da hinten hin. So. Und dann das Ganze so aufgebaut, dass das Absperrventil, dass du da noch dran kommst, dass wenn du entleerst, dass es irgendwie ins Waschbecken entleert werden kann. Kurze Strecken, kurze Entnahmen, ein Geräteventil rein oder ein Rohrunterbrecher rein für die Heizung, um die Heizung nachzufüllen. Und so wäre das alles technisch richtig. Du hast keine Stagnationsleitungen. Du bist überall aus dem Schneider. Versuch solche Sachen zu sehen, zu verstehen und dann halt anders zu bauen. Das ist wirklich Quatsch. Wir modernisieren eine Heizungsanlage direkt im Eingangsbereich. Ist ein Trinkwasserspeicher. Oben drüber haben wir zwei Ausdehnungsgefäße fürs Trinkwasser. Die sollten eigentlich dafür da sein, wenn das Kaltwasser zum Warmwasser gemacht wird, hast du ein Ausdehnungsvolumen. Dieses Ausdehnungsvolumen sollen diese Gefäße aufnehmen. Grundlegend falsch ist die Installation, die hier durchgeführt worden ist. Und zwar ist das nämlich so, die Ausdehnungsgefäße, die sind viel zu groß, das sind jeweils 33 Liter. Dann ist die Entfernung von den Ausdehnungsgefäßen bis zu der Kaltwasseranschlussversorgungsleitung und Anschlussleitung ist zu weit weg. Das bedeutet wiederum, dass dieses Wasser, was da drin steht, inklusive in den Ausdehnungsgefäßen, nie im Leben ausgetauscht werden kann. Ja, es entsteht Stagnationswasser. Solche Sachen sehen, verstehen und definitiv anders lösen. Es gibt T-Stücke, die sind so vorkonfektioniert, die kommen in die Kaltwasserleitung rein. Da ist ein Umlenkstück, wo das Wasser gezwungen wird, durch das Ausdehnungsgefäß durchzugehen. Das bedeutet, dass das Wasser immer ausgetauscht wird, immer im Fluss ist. So werden die Sachen gebaut, so definitiv nicht.